und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich wollte mir schon immer mal was von Supreme bestellen, aber die Drops sind immer am Donnerstag um 12 Uhr und um die Uhrzeit bin ich leider in der Schule und sitze da fest und kann leider nichts bestellen. Das liegt auch daran, dass wir richtig schlechtes Internet in der Schule haben und deswegen habe ich mir gedacht, ja, gönn dir mal ein paar T-Shirts. Und deswegen habe ich mir hier so ein Dreierpack Hanes T-Shirt bestellt. Die haben mich insgesamt 35 Euro gekostet und in der Bestellung war noch so ein cooler Supreme Sticker dabei. Kennt ihr eigentlich schon von den Videos? Einer ist hier oben an meinem Feuerlöscher. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber wenn nicht, jetzt wisst ihr das. Also ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, dass die Tüten irgendwie richtig geil sind und richtig dick und eine gute Qualität haben, aber ist ja eigentlich egal. Und kommen wir mal direkt zu den T-Shirts hier. Ich habe das Ganze in Größe M bestellt. Es sind 3 Stück, alle weiß und naja, packen wir die mal zusammen aus. Ja, und mein erster Eindruck von dem T-Shirt ist, dass es ziemlich dünn ist. Ja, ist halt ein ganz basic Tee. Für 10 Euro das Stück kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Da muss man nicht so geizig sein. Aber was ich ein bisschen blöd finde bei Supreme ist, dass Versand immer so viel kostet. Also ich glaube, das war 10 Euro Versand. Davon hätte ich mir noch mal ein ganzes T-Shirt kaufen können. Aber was soll man machen, ne? Und ich würde mal sagen, ich will das mal direkt anprobieren und gucken, ob mir das überhaupt passt. Es sieht irgendwie voll groß aus, aber ja, tun wir mal so ein auf Miguel Pablo. Wow. Eigentlich passen T-Shirts schon, aber die Ärmel sind ein bisschen lang. Keine Ahnung, vielleicht muss ich das ein bisschen hochkrempeln. Aber ich finde, die fühlen sich ganz gut an. Kratzen nirgendwo. Hinten kein scheiß Tag. Und unten das kleine Supreme Logo. Also ich würde sagen, dass ihr auf jeden Fall True to Size gehen könnt. M passt mir. Jedoch finde ich ein bisschen die Ärmel lang. Ich würde die, glaube ich, hochkrempeln oder so. Und was ich euch auch noch sagen wollte, ist, dass ich, dieses kleine Logo hier relativ schnell weg ist. Also das soll ziemlich schnell weggewaschen sein. Deswegen möchte ich erstmal nur das hier tragen und die anderen beiden noch irgendwie stocken oder so. Aber ich will halt nicht, dass ich alle drei auf einmal trage und dann sind dann alle drei auf einmal kaputt. Alles im All finde ich das Tee eigentlich ganz cool. Es ist ziemlich angenehm zum Tragen, weil wie gesagt keine Tags oder so am T-Shirt dran sind. Und außerdem hat es hier noch dieses kleine Supreme-Logo, um ein bisschen zu flexen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört an den Tees ist, dass es so, dass sie ein bisschen durchsichtig sind. Ich weiß nicht, bei mir habe ich immer so Angst, dass man dadurch meine Nippel sieht. Ja, egal. Und dass der Versand so teuer ist. Also für 10 Euro kann ich mir halt wirklich noch ein neues T-Shirt von, also so ein neues T-Shirt kaufen. Und deswegen würde ich euch empfehlen, falls ihr mal in London, Paris oder Amerika seid oder sonst wo, wo man Supreme Sachen kaufen kann, würde ich die auf jeden Fall in Store kaufen. Und ja, das war es eigentlich schon mit meiner Meinung zu den Tees. Ob sie sich jetzt lohnen oder nicht, entscheidet jeder für sich selbst, ob er 10 Euro für ein T-Shirt ausgibt. Also ich finde, 10 Euro für ein T-Shirt ist ein guter Preis. Und ja. So Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video zu den Supreme T-Shirts gefallen. Lasst doch einen Daumen hoch und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr hier hinklickt, könnt ihr euch das letzte Video ansehen. Das war irgendwie eine Scheiße.